Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Bevor wir jetzt hier in diese komische Kammer oder Tempel oder was auch immer das hier ist gehen, marschieren wir mal hier runter und gucken mal, was hier in dieser grünen Umgebung noch zu entdecken ist hier. Ein Grottenschrat, natürlich ist hier wieder ein Grottenschrat. Oh, mehrere Grottenschräte. Die hier aktuell offenbar eine Versammlung abgehalten haben. Oh, irgendwas ist aktiviert hier beim Dorn. Ach, der Dorn hat immer noch sein Skript, da habe ich noch nichts angepasst, oder? Feinde angreifen, Nahkampf bevorzugen. Die besonderen Fähigkeiten ausschalten. Okay. Und da ist es auch schon vorbei mit den Grottenschräten. Die konnten uns ja gar nichts entgegensetzen hier. Keine Ahnung, was das hier unten jetzt war. Mal eine Wahlversammlung oder ein Familientreffen. Wir haben es auf alle Fälle jäh unterbrochen. Was mich wieder ein bisschen in meiner Vermutung verstärkt, ob wir nicht doch in der Geschichte der Böse sind. Naja, aber dafür, darüber müssen wir jetzt nicht lange nachdenken. Wir müssen einfach immer weiter und weiter und weiter gehen. Einmal kurz speichern. So, ein kleiner Tempel oder sowas. Oh, ein kaputter Tempel. Der Gestank von Exkrementen und verfaultem Fleisch wabert aus dieser dunklen Grube. Oh, große Map hier. Und es ist offenbar auch ein Gefängnis. Keherem. Wer seid ihr denn hier? Private Keherem of the Crusade here. We're on a real important mission and these kooky cultists caught us. Help! Oh, das ist jetzt die Quest, mit der man auch dann in das Kreuzzugslager kommen kann. Naja, wir sind ja schon drin eigentlich, ne? Deswegen brauchen wir die eigentlich nicht mehr. Aber vielleicht gibt es auch irgendwie Erfahrungspunkte oder was weiß ich. Wir werden dich mal befreien, oder? Die Stacheln am Boden sind darauf ausgelegt, dass sie hinaufschießen und euch aufspießen. Ich muss nur einmal an diesem Hebel dort ziehen und es gibt 3 Kreuzzügler weniger auf der Welt. Ich werde euren Gefährten sagen, dass die Kultisten euch getötet haben. Oh, das wäre mal ein böser Weg quasi, den man hier gehen kann. Ich helfe euch gern, wenn ihr mir dafür helft, im Kreuzzug bei. Wir sind ja eigentlich, sind wir ja schon. Naja, wir probieren es mal. Vielleicht gibt es noch ein bisschen was. Irgendwie Erfahrungspunkte oder so. Mein Onkel Karm, er kann euch reinbringen. Ich sorge dafür. Holt mich nur hier raus. Natürlich wieder die Echsendamen, ne? A team like this can't be beat. So, hier ist eine Tür. Und nochmal ein Gefangener. Eine Gefangene, Madile. Who's there? My eyes are gone, but I can hear you, smell you. My dark lord sends me company. Speak to me, you who smells of sunlight and blood. Tell me who it is that visits my dusty prison. A blood. Ich weiß nicht, ob wir der das sagen sollen. Wer ist euer dunkler Herr? Dieser Tage gibt es viele von ihnen. The Lord of Murder. He who was Lord here before treachery and deceit ended him. Still, though I lost both my sight and my freedom that fateful day, I remain faithful. This woman was present when Baal was slain by Sirik. The Dark Sun's minions must have imprisoned her years ago. Das muss aber schon einige Zeit dann her sein, oder? Faithful. Though my name has withered to dust in this endless night, still I may be called faithful. Lone travelers walked too close, fell into our nets, and we cut out their hearts. Blood ran down my arms, and I felt the Lord of Murder's blessing.
Okay, die gute Dame ist sehr blutfixiert. Der Tempel liegt jetzt in Trümmern und ihr seid eingesperrt, die Augen lange aus eurem Schädel entfernt. Wie konnte das passieren? Hier regiert nun der Gott des Verrats. Sein spöttisches Lachen ist in mein Hirn eingebrannt. Ich werde seinen Namen nicht nennen. Sie wird mich niemals dazu bringen, seinen Namen zu nennen. Ein neues Zeitalter von Baal wird kommen. Und zwar bald. Die Hafner haben unsere Kinder gestohlen und getötet. Aber ich bleibe treu. Der Fürst des Mordens wird wieder auferstehen. Sagt mir genau, was hier geschehen ist. Welche Geschichte soll ich euch erzählen? Die von unseren gestohlenen Kindern oder von unserem Untergang? Ja, erstmal die von den Kindern. Eine Priesterin und ein Spion der Hafner. Sie trafen sich in der Dunkelheit, um ihre Leidenschaft geheim zu halten. Oh, aber wir haben sie gesehen. Wir wussten es. Seine Leidenschaft verführte ihn zu nachlässigem Umgang mit Worten und sie brachte seine Worte zum Tempel. Er dachte, seine Liebe könnte stärker sein als der Wille des Mordens. Ha! Als die Hafner den Tempel überfielen, sah er seine Geliebte einen Dolch auf ihr lebendes Kind richten. Ihr Geschenk, damit unser gefallener Meister sich erheben kann. Wie er sie anflehte, ihr eigenes Fleisch nicht dem Fürsten des Mordens zu übergeben. Ein Pfeil von einem seiner Verbündeten durchbohrte ihre Kehle, während sie über seine Torheit lachte. Sie nahmen ihre Kinder. Das Blut, das wir benutzt haben, um Baal zu Kraft zu bringen. Ich habe nicht aufgegeben. Mein Glaube hält stark. Before we could try again, though, the others came. Erzählt mir vom Sturz des Tempels. Wir haben in der Dunkelheit gewartet und Pläne für unseren verlorenen Gott geschmiedet. Dann kamen sie, die Anhänger von... Ich werde seinen Namen nicht nennen. Sie wollten uns holen, Zähne fletschend und mit erhobenen Klingen. Mit ihr hatte ich allerdings meinen Spaß. Ich sagte, ich würde sie alle in Baals Namen töten, während meine Anhänger flohen. Sogar der Fürst des Mordens hält seine Versprechen. Ich habe ihre Zähne mit meiner Dolchklinge herausgebrochen und ihre Kehlen ausgeweidet, während ihr blutiges Zahnfleisch an meiner Hand nagte. Aber am Ende hat sie mich doch erwischt, ja. Meine Anhänger waren in Sicherheit, aber ich war gefangen. Staubige Knochen in einem rostigen Käfig. Mächtige Schutzzauber hielten mich lange am Leben, obwohl ich längst hätte sterben sollen. Sie nahm mir meine Augen und erzählte mir Geschichten über die Macht ihres Herrn. Sie sagte, Baal ist weg und Zyr... Nein, ich werde seinen Namen nicht aussprechen. Ich werde niemals seinen Namen aussprechen. Naja, zur Hälfte jetzt eigentlich schon ausgesprochen, ne? Ihr seid also schon fast ein Jahrzehnt eingesperrt. Die Jahre sind bedeutungslos. Sie haben mich nicht gebrochen, haben meine Treue nicht gemindert. Ah, hi, 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 ha, 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 ha. Okay. So viel zu meinen schauspielerischen Leistungen, liebe Leute. Ich muss euch aus diesem Käfig holen. Ich bin hier, um einen Schlüsselstein, den eine Priesterin von Zürich gestohlen hat, zu holen. Wisst ihr, wo ich einen solchen finden kann? Ihr könnt... Mein Kopf. So tired. Zietar knows. She has... What you need. I must rest now. Almost over. Fast vorbei? Was meint ihr damit? The voice, it tells me. This is almost at an end. Soon I shall rest. Ich werde Ziata finden und euch eurem Schicksal überlassen. Nur das verdient ihr. My fate was written long ago. Now I rest. Sehr seltsame Dame, ne? Also, wir können sie befreien oder nicht befreien. Aber die ist schon ein bisschen seltsam und ich bin nicht sicher, ob ich die befreien will, die gute Dame. So, wir können hier leider nicht rein. Kann man denn die Tür denn öffnen? Ist mit einem herkömmlichen Schloss gesichert. Na gut, dann gucken wir mal, wo wir dieses Schloss denn öffnen können. Ich hoffe mal nicht hier oben mit der Auslösung der Fallen. Ach, man kann hier auch durchlaufen noch. Ah, hier geht's auch noch runter. Und hier auch natürlich. Was haben wir denn hier? Ein Wurg und ein seltsames Symbol auf dem Boden. Let's see how long you last against me. Time to end you. No, man!
to oppose us. Auf alle Fälle gibt's hier nichts zu plündern. Und wir haben mal wieder drei Wege, die wir gehen können. Das hier vorne sieht aus wie ein kleines Schlafzimmer. Da sitzen auch Leute. Die Hohepriesterin ist offenbar im Ritualraum. Einmal kurz speichern. Ihr habt ja nichts zu suchen. Gute Arbeit und jetzt stirbt. Tut mir leid, mein erster Tag. Ich habe mein Gewand noch nicht. Ich scheint noch nicht zu wissen, wie man den Prinzen der Lügen richtig verehrt. Wir haben genug Erfahrung und ihr müsst uns gehorchen. Das bedeutet, dass ihr unsere Gespräche nicht unterbrechen dürft. Geht mir aus den Augen. Oh, was haben wir denn hier? Können wir mal kurz Erfahrungspunkte sammeln hier vorne? With Flair. Was haben wir denn? Kugel und Titanit? Naja, da müssen wir jetzt nicht reingehen. Oh, da ist auch noch was. Entschuldigung, darf ich mal hier durch? Ich würde gern Ihren Wandschrank plündern. Naja, so wichtige Sachen sind jetzt hier nicht drin. Wir können ja nochmal mit euch sprechen vielleicht. Irgendwas stimmt mit der Hohepriesterin nicht. Ich höre des Nachts beunruhigende Geräusche. Naja, guckt euch mal den Laden hier an, Leute. Das ist jetzt hier aber nicht irgendwie, ne? Eine wunderschöne Einrichtung und Meditationsraumgedöns. Wenn ihr versteht, was ich meine. Eine Kiste. Natürlich wieder eine Falle. Und was ist das? Ein unsichtbarer Pirscher. Wieso greift denn hier... Wer greift denn hier im Nahkampf an? Emkin? Guckt euch das an. Eiskalt. Wieso? Ich verstehe nicht, wieso Emkin nicht... Ah, die hat den nicht gesehen. Oder sieht den nicht, ne? Jetzt. Aber selbstverständlich. You call? Yep. Ah, ist ein bisschen blöd, dass wir hier immer zweimal klicken müssen jetzt. Jetzt ist hier nochmal einer. Und nochmal einer. Kommen die denn jetzt her? Wir müssten wahrscheinlich irgendwie so unsichtbares Entdecken wirken. Aber es geht ja so auch, ne? My next swing will hit. Come on. Ha! My aim is true. I'll recover. So. Es geht ja so auch, ne? Warum einfach, wenn es umständlich auch geht? True. Wurfpfeil, Wurfdolch, brauchen wir nichts. Hat sich nicht gelohnt, der Raum. Ja, und hier vorne geht es jetzt wahrscheinlich zu dem komischen... Ach, Leute, hör auf hier zu zaubern, Mensch. Wieso ist denn hier alles mit Fallen? Ne? Die ganzen Kultisten, die hier rumlaufen, laufen ja ständig in irgendwelche Fallen hier rein. Mensch. Oh, aber wir können rasten hier. Wir können hier einfach mitten auf dem Gang können wir schlafen. Sehr schön. Das dürfte nie so schwer sein. So, wir haben wieder eine Meldung, dass irgendwas mit der Hohepriesterin nicht stimmt. Guten Tag. You are nothing before my God. Sie schneidet uns die Zunge ab, während wir schlafen. Okay. Was mir noch nicht so gefällt, ist, dass wir echt jetzt hier offenbar die Fallen nicht mehr so schnell entdecken. Wir müssen definitiv Fallen entdecken, demnächst aufrüsten. Das ist ganz wichtig. Death to the disbeliever! Wen verprügelt der denn jetzt? Den Schrank? Den Bücherschrank? Okay. Nun. Kneel and repent. Ich kann auch nicht mit ihm sprechen jetzt, ne? Nein, ich kann nicht mit ihm sprechen. Na gut, dann überlassen wir ihm mal seinem Spaß, den er hier hat.
Nothing good comes out of a place like this. Geschichte von Tethyr, Geschichte von Dambras. Und was jetzt? Dürfte nie so schwer sein. Nochmal ein paar schöne Zaubergift, Handlungsfreiheit, schwere Wunden. Ja gut, wir lassen dich mal hier, mein lieber komischer Mann, Kultist, wer auch immer du bist. Viel Spaß noch beim Verprügeln der Wand. Ach Leute, jetzt hört doch auf, hier ständig Fallen alles auslegen. Mann. So gut wie erledigt. Pergament. Okay, das sieht wichtig aus. Das sieht nach einem Quest-Item aus. Die folgenden Notizen sind in fast unleserlicher Handschrift gekritzelt. Für ihn, in Pals Namen, werde ich nicht zerbrechen. Ich werde ihn immer in mir tragen. Immer. Sie wurde geschickt, um mich zu prüfen. Ich reihe sie auf. Der Fürst des Mordens liebt Ordnung. Er wird zurückkommen, das weiß ich. Und dann wird er sehen, wie treu ich ihm geblieben bin. Dann werde ich Akana quälen, so wie sie mich gequält hat. Ich werde ihr die Augen rausreißen, sie rösten und sie ihr nacheinander zum Fraß vorwerfen. Und dann lasse ich sie ihr nachwachsen. Und dann soll sie noch einmal fressen. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Kopf tut mir so weh, ich spüre, wie mir jemand in der Dunkelheit zuflüstert. Ist das Baal? Ist das mein Herz zurück? Die Stimme sagt mir, dass mein Leiden bald ein Ende hat. Akanas Herrschaft ist vorbei. Es muss der Fürst des Mordens sein. Ich höre die Stimme so leise. Und mein Kopf. Ist das die gute Dame, die jetzt hier im Gefängnis war? Ja, offenbar. Das dürfte nie so schwer sein. With flair. So gut wie erledigt. Ah, enge Gänge, ne? Schwierige Sache in Baldur's Gate. So, da sind wieder Wächter, die mal wieder beunruhigt sind, aber ansonsten nichts. Heieiei, wenn wir jetzt hier aber Rabatz anzapfen, dann müssen wir jetzt aber den Weg ganz schön frei kämpfen hier. Oh, meine Güte, das hier ist die Hohepriesterin oder was? Ziyatar. Ich weiß nicht, wie ihr es so weit geschafft habt, aber eure Reise und euer Leben endet hier. Wie es aussieht, fließt durch eure Adern Drachenblut. Seid ihr mit dem Drachen von oben irgendwie verwandt? Der, den ich erschlagen habe? Schön unter die Nase reiben. Ja, die wird mir den Schlüsselstein nicht einfach so geben. Aber reiben mir das mal unter die Nase mit dem Drachen. Da sind wir ja doch ein bisschen stolz dann, ne? Nein! Das kann nicht wahr sein! Ihr könnt meine Schwester nicht getötet haben. Oh, die Schwester war das. Dann unterscheiden die sich aber schon ganz schön, ne? Ah, das habe ich leidenschaftlich seht. Ich habe sogar ihre Schuppen bei mir. Ihr werdet mit dem Tod begrüßen. So, wir gucken mal, wie die Dame sich verhält. Wo läufst du denn hin jetzt? Ah, ach, jetzt sind die auch noch hier am... Jetzt sind die natürlich auch wieder alle sauer. Ei, ärgerlich. Leute, ihr müsst erstmal hier reinlaufen. Einer muss mal kurz hier blockieren. Ja, das ist nicht... Wir müssen das anders organisieren, Leute. Ich fürchte, hier... Corvin wird das nicht überleben, weil ich sie nicht steuern kann. So, die hat jetzt irgend so ein Zauberschild. Den man irgendwie, denke ich mal, entzaubern muss. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas habe, das so ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Heilige Macht, Stille. Ja, Stille wäre schon mal ganz gut, dass wir das erstmal reinzaubern. Magie bannen. Hebt magische Auswirkungen auf, die Personen im Auswirkungsbereich betreffen. Bla 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 bla. Magie fehlwirken? Nee.
Vielleicht, dass wir die Türen vorher nochmal zumachen, wenn das geht. Falls nochmal jetzt das Gleiche passiert. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist wirklich hier dieses komische Magiebannen. Dass wir das mal ausprobieren. Schutz vor Bösem hilft uns ja quasi nur selber was, aber wird ja nicht den komischen Zauber entfernen. Ja, oder wir lassen die einfach mal dann auslaufen. Der wird ja irgendwann mal auslaufen, das ganze Zeug. Na gut, das heißt, Glint wird dann mal eben Stille wirken. War da jetzt hier? Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Dieser komische Zauber hier. Magiebannen ist das jetzt hier. Magiebannen heißt das. Ah, muss er aber lernen. Das muss er aber lernen. Komm, wir nehmen mal einen rein, damit wir mal gucken können, ob wir das vielleicht irgendwie nutzen können. Und schauen mal, wie das funktioniert. Ansonsten, bitte mal die Tür wieder zumachen. Schön die Tür zugeknallt wieder. Kann man hier vorne, ist keine Tür, oder? Also hier ist keine Tür und hier ist auch keine. Na gut, dann hoffe ich mal, dass wir hier doch dann... dass wir wenigstens die hier unten rausnehmen können. Nee, nicht die Tür zu machen, wenn du drin steckst. So. Okay, ich würde sagen, wir machen das mal in der nächsten Folge, oder? Wir müssen jetzt einmal rasten, damit der Zauber hier noch gelernt wird. Und dann gucken wir uns mal in der nächsten Folge an, ob das klappt. Und werden einfach mal wieder mit roher Gewalt, denke ich, auf diesen Drachenabkömmling drauf prügeln. Und mal schauen, ob wir uns da nicht irgendwie diesen komischen Schlüsselstein holen können.